Datum und Uhrzeit einstellen. Opel Corsa E. So, wir sitzen jetzt im Fahrzeug. Die Zündung muss nicht an sein, wie ihr seht. Wir haben den Schlüssel ausgesteckt. Ihr drückt hier drüben auf euren Anknopf. Ich habe jetzt mal Audio stumm gemacht. Ihr könnt natürlich zu Hause euch dabei noch schön das Radio anhören. So, wie stellen wir jetzt in dem Fahrzeug das Datum ein? Das geht ganz einfach. Unten auf Config klicken und dann im Display Sprache durch Bewegen des Menü Scrollrates könnt ihr hoch und runter springen. Das heißt, wir gehen jetzt auf Uhrzeit durchdrehen und klicken jetzt diesen Menü-Taster rein. Jetzt sehen wir auf Zeit einstellen. Da können wir jetzt wieder klicken und werden uns die Uhrzeit einstellen. Wir sagen jetzt mal, wir haben 12.23 Uhr. So, ihr drückt noch einmal, um jetzt auf die Minuten zu kommen. Wenn ihr die richtige Zeit gefunden habt, wieder drücken. Dann seid ihr wieder in dem oberen Menü. Jetzt könnt ihr noch das Datum einstellen, einmal drehen. Und nun gehen wir auf den 6.2.2017 oder 3., wie ihr wollt, oder welchen Tag ihr habt. Wieder auswählen, könnt auch wieder zurückgehen, wieder auswählen. Und es gibt noch was, ihr könnt die Zeitform einstellen auf 24 oder 12. Einfach nur drücken, wieder runter, Datumsformat. Tag, Monat, Jahr, Monat, Tag, Jahr. Wir hier haben ja eher Tag, Monat, Jahr. Dann werden wir dies auswählen, immer durch Drücken der Menütaste. Und ihr könnt natürlich auch durch das Radio-Dateisystem mit RDS die Synchronisation anmachen. Das heißt, ihr müsst gar nicht euer Datum einstellen, sondern euer Radio macht das selber. So einfach ist das Radio einstellen. Ach so, wenn ihr fertig seid, drückt ihr unten einfach wieder auf Config und ihr seid wieder zurück im Hauptmenü und könnt wieder Radio hören. Dann sagen wir euch vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun zun!